Hundebehufsschule 7. Wir sind nach wie vor bei den GUIs, diesmal bei den Canvas-Anwendungen. Wobei Canvas jetzt im Sinne von Java Swing nicht ganz korrekt ist. In Swing heißt das Ding JPanel, aber Canvas ist so der Standardbegriff, den man für diese Art der Programmelemente nutzt. Deswegen nutze ich ihn hier auch. Wir sind nach wie vor bei der Zielgruppe 11. Klasse, Fachinformatiker und wie immer jeder andere darf natürlich auch zugucken. Beginnen wir erstmal wieder mit dem, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, mit Swing. Und diese Swing-Komponenten, die haben so ein kleines Problemchen, sage ich mal. Und zwar, Swing nutzt fertige Formen. Das heißt, irgendjemand hat mal gesagt, okay, in Swing gibt es beispielsweise Buttons und diese Buttons sehen rechteckig aus, dort kann man Text oder Bilder reinpacken, aber wichtig ist erstmal, sie sind rechteckig. Das heißt, wenn ich sowas wie oben rechts machen möchte, so eine Raute, dann geht es nicht, weil der Button in Swing rechteckig ist. Das heißt, hier kriegen wir so ein, was auch immer, ein Klingelschild oder was auch immer es sein soll, nicht hin. Das zweite Problem ist, Swing ist nicht pixelgenau. Wenn wir beispielsweise eine Uhr programmieren wollen in Swing, dann würden wir das wahrscheinlich nur wie die linke Digitaluhr hinkriegen und nicht wie rechts. Rechts kriegen wir nicht hin, weil wir an der Stelle wirklich Pixel für Pixel unsere einzelnen Striche und Punkte malen müssen und das gibt uns Swing nicht her. Bei Swing gibt es eben keine Linien, die ich irgendwie mit irgendwelchen Winkeln belegen kann oder irgendwelche Grafikflächen, die ich hier beliebig platzieren kann. Das funktioniert nicht. Also haben wir hier ein weiteres Problem sozusagen identifiziert. Im Wesentlichen geht es darum, dass wir maximale Flexibilität haben wollen. Und diese maximale Flexibilität hängt eigentlich an ein paar ganz wenigen Sachen. Also die Frage ist, was wollen wir erreichen? Gut, schauen wir uns das mal an. Wir wollen mit dieser Flexibilität Sachen machen wie Formen zeichnen. Also beispielsweise wollen wir Linien platzieren können, und zwar beliebig, von links nach rechts, von oben nach unten, egal. Dann wollen wir Rechtecke, solche Sachen brauchen wir relativ häufig, oder Ovale, oder im Sonderfall wären das dann Kreise, hinkriegen. Dann gibt es noch einen Sonderfall, Polygone, also wenn wir keine festen Formen, sondern beliebig definierbare Formen haben wollen, auch das würden wir gerne tun. Dann wollen wir natürlich Grafiken einbauen. Das heißt, wir wollen in irgendeiner Form Bilder laden oder auch selber zeichnen und diese dann eben am Bildschirm anzeigen. Und wir wollen diese Grafiken dann irgendwie transformieren. Das heißt, wir wollen sie drehen oder hin und her schieben oder vielleicht sogar auch skalieren. Diese Grafikgeschichten, die werden wir jetzt in dem Video nicht hinkriegen. Das werden wir im nächsten Video machen, weil das sonst zu aufwendig und zu lang werden würde. Aber grundsätzlich mal gilt es, das wollen wir im Rahmen von unserem Programm realisieren. Und was wir dann entsprechend auch machen wollen, ist das Mouse-Tracking. Wir wollen wissen, wo ist die Maus, wenn sie geklickt wird oder wenn sie irgendwo drüber fährt. Das heißt, wir möchten pixelgenau wissen, wo eben unser Mauszeiger ist. Gut, beginnen wir mal mit dem Zeichnen von Formen. Wir wollen eine Linie zeichnen. Wenn wir jetzt eine Linie zeichnen wollen, dann brauchen wir hierfür ein paar Informationen. Zum einen den Startpunkt und den Endpunkt. Gut, Dicke und sowas kommen wir später nochmal drauf, aber das wären jetzt erstmal die wichtigsten Informationen. Damit wir die benennen können, diese Start- und Endpunkte, brauchen wir ein Koordinatensystem. Und dieses Koordinatensystem ist jetzt anders wie in der Mathematik ausgerichtet. Der Y-Pfeil geht hier nach unten. Das heißt, in Java und in den meisten anderen Programmiersprachen auch, ist der Ursprung von solchen Zeichenfeldern links oben. Das heißt, die Koordinate 0, 0 ist links oben. Kommt natürlich daher, dass wir gewohnt sind, von links nach rechts und von oben nach unten zu schreiben. Und so haben wir es hier eben entsprechend auch. Okay, damit haben wir jetzt mal die wichtigsten Sachen. Und wir können das Ganze jetzt auch irgendwie in einem Java-Code aufrufen. Ja, irgendwie eine Methode,
DrawLine wäre das jetzt. Und dieser DrawLine müssen wir jetzt mitteilen, wo ist der Anfang und wo ist der Endpunkt. Und das haben wir hier genau, dass wir hier x1, y1 und x2, y2 angeben. Die Frage ist jetzt allerdings, wer ruft jetzt diese Zeichne-Linie-Draw-Line-Methode auf? Wie funktioniert das? Und wir haben eigentlich zwei Situationen, in der wir das machen wollen. Und zwar einmal bei Bedarf. Das heißt, der User klickt irgendwo drauf und dann erscheint eine neue Linie. Das heißt, getriggert durch einen User und somit getriggert durch unser Programm soll so eine Linie mal gezeichnet werden. Es gibt aber noch eine zweite Situation und die wird gerne vergessen. Und das ist automatisch beim Programmstart. Das heißt, wenn ich starte und ich möchte an meinem Anfangsbildschirm eben eine Linie haben, dann möchte ich, dass eben Java die schon dorthin zeichnet. Das heißt, unabhängig von der User-Interaktion. Und es gibt noch eine dritte Situation und das ist beim Resize. Das heißt, wenn ich jetzt meine Applikation irgendwie von der Größe her ändere, also wenn ich mit der Maus die Größe meiner Applikation irgendwie anpassen möchte, dann muss auch immer neu gezeichnet werden. Und diese drei Situationen haben wir und irgendwie müssen wir das jetzt in den Griff kriegen, dass in allen drei Situationen diese Drawline aufgerufen wird. Das heißt, wir können es nicht so realisieren, dass wir einfach dieses Drawline beliebig in unseren Code platzieren und aufrufen, sondern die muss an einer ganz gewissen Stelle stehen. Im Wesentlichen ist es so, dass wir es so brauchen, dass das System entscheiden kann, wann diese Drawline aufgerufen wird oder aufgerufen werden kann. Also, wann es aufgerufen werden muss, ist beispielsweise beim Programmstart oder beim Resize. Oder wenn ich jetzt in meinem Code sage, der User hat auf einen Knopf gedrückt, also muss diese Linie gezeichnet werden, dann muss das System dieses Drawline auch aufrufen, aber nur dann, wenn es gerade in der Lage dazu ist. Also was Ähnliches hat man bei Swing ja auch schon mal besprochen. Das heißt, das System wird nicht sofort diese Linie zeichnen, sondern dann, wenn das System davon ausgeht, es passt jetzt gerade. Das ist der UI-Thread, der hier ja eben einigermaßen selbstständig arbeiten möchte. So, damit es überhaupt möglich ist, gibt es jetzt eine Methode und die heißt paintComponent. Das ist eine existierende Methode, die in unserer Bibliothek schon drin ist, die wir dann überschreiben müssen. Das heißt, wir nennen jetzt in einer Klasse, die wir von einer anderen vererben, da kommen wir gleich drauf, wir schreiben hier diese paintComponent-Methode nochmal rein, obwohl sie schon in der Elternklasse existiert. Und dort platzieren wir jetzt unser Drawline. So, und dazu müssen wir erstmal die Super-Methode aufrufen. Das heißt, dass die paintComponent-Methode von den Eltern schon mal aufgerufen wird für irgendwelche initialisierenden Maßnahmen. Und dann können wir an der Stelle eben unseren Code eben realisieren. Das heißt, das System ruft nicht direkt unsere DrawLine-Methode auf, sondern das System ruft paintComponent auf und dort schreiben wir unsere Methode rein, weil wir sie überschrieben haben. So, das heißt, wenn die virtuelle Maschine davon ausgeht, es gibt ein Resize oder ein Programmstart, dann ruft die virtuelle Maschine über das System diese paintComponent-Methode auf. Das heißt, die JVM, die triggert das System zum Aufruf von paintComponent. Und wenn wir in unserer Klasse jetzt sagen, was weiß ich, der User hat einen Knopf gedrückt, bitte zeichne neu, dann müssen wir das auch triggern können. Das heißt, wir müssen an das System schicken, pass auf, ich möchte, dass ein Neuzeichnen ausgeführt wird, also paintComponent aufgerufen werden muss, weil ich eben hier bei meiner Linie irgendwas geändert habe. Das wären jetzt die beiden Situationen. So, schauen wir uns das nochmal etwas genauer an. Also diese paintComponent-Methode rufen wir niemals selbst auf. Das heißt, wir werden niemals in irgendeiner Form paintComponent in Klammern irgendwie Graphics-Kontext aufrufen, sondern das macht immer das System von alleine. Wir können nur dem System sagen, bitte ruf auf, aber wir tun es nie selber. Dann haben wir hier Superklasse, haben wir schon gesagt. Das heißt, die
Die Implementierung der Elternklasse muss einmal ausgeführt werden, und zwar ganz am Anfang. So, dann wollen wir zeichnen und brauchen dafür den sogenannten Grafikkontext. Den kriegen wir über Graphics, über die Parameterliste von Paint Component, und den müssen wir über den Typecast dann in Graphics 2D-Kontext umwandeln. Das ist einfach so ein Standardprozedur, das wird einfach immer gemacht. So. Das heißt, wenn wir diesen G2D haben, diesen zweidimensionalen Grafikkontext, dort finden wir dann diese Methode DrawLine, die wir eigentlich brauchen, um eben diese Linie dann zeichnen zu können. So, wenn wir das Ganze jetzt aufrufen, dann sieht es so aus. Auf dem Video kann man es nicht ganz so gut erkennen, deswegen habe ich es noch mal ein bisschen rausgezoomt. Da sehen wir schon, das sieht jetzt nicht ganz so hübsch aus, weil wir haben hier eine relativ grob rasterige Pixelgrafik, die bei eben entsprechenden Winkeln dann immer wieder so Kanten reinbaut. Das heißt, es ist nicht besonders schön. Da müssen wir das Ganze ein bisschen glätten. Und dazu bauen wir unsere Rendering-Hints ein und versuchen jetzt hier einen Anti-Aliasing-Filter eben zu setzen. Und der glättet dann die Kanten. Das ist auch so ein Standardprozedur. Das mache ich immer in meinen Programmen automatisch. Also da denke ich gar nicht drüber nach, weil eben die andere Lösung ja entsprechend hässlich war. Gucken wir uns das mal von der Nähe an. Und dann sehen wir, das sieht schon sehr viel besser aus. Okay. Dann gehen wir jetzt mal auf die eigentliche Klasse. Ich habe ja gesagt, wir nennen das meistens Canvas, aber in Swing heißt das Ding nicht Canvas, sondern JPanel, und ist aber im Prinzip das, was wir üblicherweise als Canvas bezeichnen. In vielen, vielen, vielen anderen Programmiersprachen gibt es das auch, sogar in JavaScript gibt es ähnliche Komponenten, und das funktioniert alles ungefähr ähnlich. Das heißt, wenn wir das hier verstehen, dann können wir mit ein paar Blicken in die API-Beschreibung ja, der anderen Programmiersprachen damit auch arbeiten. So, also wir machen eine Klasse, die nenne ich jetzt MyCanvas und lasse die von JPanel erben. Damit habe ich eben die Möglichkeit, eben das Ganze als Canvas oder als JPanel zu nutzen und anzupassen und eben meine eigenen Code-Elemente dort reinzupacken. Dann gehen wir nochmal in die JFrame-Klasse. Wir haben ja im letzten Video gelernt, dass wenn wir Grafikapplikationen machen, dass wir einen JFrame verwenden, und dieser JFrame ist sozusagen die Basis von meiner Applikation, und das brauchen wir hier natürlich auch, weil dieses JPanel ja nur ein Element innerhalb dieses JFrames ist. So, dann gucken wir uns erstmal diese Klasse an. Hier habe ich jetzt eine private Instanzvariable für MyCanvas. Das ist diese Klasse, die wir uns davor kurz angeguckt haben. Und das wird jetzt wie ein Swing-Element genutzt. Also wie wir früher Buttons und J-Labels und weiß der Koko was alles genutzt haben, haben wir jetzt hier ein neues Element. Und das heißt jetzt MyCanvas. Und das ist vom Typ eben JPanel, oder ich habe es halt erweitert in der Klasse MyCanvas. So, und das kann ich jetzt ganz normal platzieren. Das heißt, hier habe ich jetzt, wie wir es in den anderen Videos auch immer gemacht haben, ich habe jetzt hier wieder meinen Grid Layout Manager verwendet und platziere das jetzt einfach mit den Constraints auf dem Bildschirm. Bräuchte ich jetzt eigentlich nicht, weil wir haben nur ein Element momentan, aber wir werden später noch ein paar dazu bauen. Und deswegen haben wir es gleich, oder habe ich es gleich mit dem Grid Layout gemacht. Das heißt, wir platzieren das Ganze jetzt wie eben wie gehabt und haben es jetzt in unserem JPanel eingebaut. So, was ich jetzt hier noch üblicherweise mache, ist, ich sage, dass die Größe des JPanels von dem Layout Manager fixiert wird. Das heißt, ich sage jetzt einfach, geh bitte an die Grenzen von dem möglichen Platz, der mir zur Verfügung gestellt wird, und zwar in beide Richtungen, also horizontal und vertikal. Das heißt, die Größe meines JPanels wird einfach vorgegeben durch meine Applikation. Das kann man anders auch machen, aber so ist es erfahrungsgemäß am einfachsten. Ja, dann brauchen wir noch einen Button. Das brauche ich, um dann die Funktionsweise vom JPanel gleich mal etwas näher erläutern zu können. Und das ist einfach ein stinknormaler Plus-Button. Mit dem mache ich einfach ein paar Anpassungen dann später. Das sehen wir jetzt gleich.
Damit der Button funktioniert, brauchen wir wie immer unseren Action Listener. Den packe ich jetzt gleich in mein JFrame rein und fertig. Wir platzieren ihn, den platziere ich jetzt oben. Also gebe meinem Layout Manager an, dass ich den eben ganz am Anfang haben möchte und eben auch über die komplette Breite strecken möchte. Und ich setze einfach ein Plus dran. Dann sehen wir gleich warum. Und der Canvas sitzt jetzt in Zeile 1 und ich habe jetzt mein Gewicht in die Y-Richtung entsprechend groß gemacht, damit eben mein Canvas die meisten Platz meines JFrames dann auch übernimmt. So, und was mache ich, wenn der Knopf gedrückt wird? Dann möchte ich gerne in MyCanvas eine Methode aufrufen und die nenne ich jetzt mal InkLines, damit möchte ich die Anzahl der Linien einfach erhöhen. Und ja, das ist eigentlich alles. Das heißt, wir schauen uns jetzt mal InkLines an, was wir da an der Stelle tun. Und zwar soll hier einfach eine Instanzvariable einfach um 1 erhöht werden und zwar bis zu einem Wert kleiner MaxLines. Das heißt, ich habe eine maximale Anzahl an Linien und genau, mit jedem Aufruf wird es erhöht bis zum maximalen Level. Eigentlich relativ billig. Und jetzt ist eine wichtige Sache und zwar rufe ich jetzt hier das Repaint auf. Und bei diesem Repaint, das werden wir gleich dann sehen, wenn wir das in der Praxis kurz uns anschauen, wird dieses Paint Component aufgerufen. So, und was macht Paint Component? Das macht einfach nichts anderes wie, ich gehe durch eine Vorschleife und zwar von 0 bis kleiner gleich Number of Lines. Das heißt, ich habe eine Linie mehr. Das habe ich einfach deswegen gemacht, damit die senkrechte und die waagrechte eben gezeichnet wird. Und ich gehe hier einfach in die Methode DrawLine und verändere jetzt einfach x und y Werte von meinen Start- und Endpunkten. Das heißt, x von meinem Startpunkt, der wandert jetzt in 10er Schritten und die y vom Startpunkt bleibt auf der Höhe 10. Das heißt, es bleibt auf einer Höhe und bei dem Endpunkt mache ich es genau andersrum. Das sehen wir uns jetzt mal an, wie das in der Praxis aussieht. Dann gehen wir auf Start und gucken uns das Ganze mal an. Also wir haben jetzt hier die nullte Linie. Und jetzt gehe ich mal auf den ersten Klick und dann kommt die nächste und so weiter. Das heißt, es funktioniert. Und jetzt mache ich mal Folgendes. Das markiere ich mal dieses Repaint und kommentiere es aus. Und wir probieren das gleiche nochmal. Und wie wir sehen, passiert jetzt nichts mehr, obwohl wir an der Stelle tatsächlich die Anzahl der Linien erhöhen. Das können wir einfach mal zeigen, indem ich hier einfach mal die Number of Lines ausgebe. Und dann sehen wir hier, die Number of Lines werden immer wieder neu erzeugt. Das heißt, ich gehe durch diesen Code durch, aber aufgrund des Repaints passiert natürlich gar nichts. So, dann, was auch noch interessant ist, wann wird denn Repaint oder dieses Paint aufgerufen? Das können wir hier sehen. Na. So, wir geben hier einfach mal aus, wann es gezeichnet wird. Wir starten die Software und haben dann hier gleich mal einen Paint und mit jedem Repaint wird es aufgerufen. Aber auch beim Resize. Sobald ich das neu von der Größe her zeichnen lasse, haben wir hier entsprechend immer einen Paint-Aufruf. Und natürlich mit jedem Klick. So, jetzt gibt es noch eine Sache, die wichtig ist. Und die wird gern falsch interpretiert. Wir sind es ja gewohnt, dass wenn wir in unserem Zeichenprogramm irgendwelche Linien, beispielsweise wenn wir jetzt mit PowerPoint arbeiten, können wir die Linie anklicken und die Dicke ändern und ähnliche Sachen. Und das geht in der Form bei Canvas nicht. Wir haben hier sowas wie einen virtuellen Stift. So können wir uns das vorstellen. Gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt hier unsere Linie gezeichnet, die letzte fehlt noch, die senkrechte. Und was jetzt passiert,
intern ist, dass so ein Stift existiert. Den sehen wir natürlich nicht, aber so stellen wir uns den vor. Und dieser Stift malt dann tatsächlich diese Linie von unten nach oben oder oben nach unten, ist an der Stelle egal. Und damit haben wir sozusagen so wie so ein Plotter vor Augen, der uns eben diese Linie jetzt hinmalt. So, und diese Vorstellung ist jetzt wichtig, weil wir können jetzt diesen Stift konfigurieren. Und zwar im Sinne von, welche Farbe hat er, welche Liniendicke, welche Linienart, also gestrichelt, gepunktet, durchgezogen. Und das ist sozusagen nicht die Linie, die wir anpassen, wenn wir zeichnen, sondern den Stift. Das heißt, wenn wir den Stift in irgendeiner Form verändern, dann werden alle Linien, die ab da mit diesem Stift gezeichnet werden, eben diese Änderung beinhalten. Um das jetzt zu visualisieren, möchte ich gerne das Programm ein bisschen anpassen. Und zwar möchte ich hier die RGB-Werte hinschreiben, also rot, grün, blau. Also wir sehen hier, ich habe rot auf 255, das ist der maximale Wert. Grün ist 0 und blau ist an der Stelle auch 0. Das sind die RGB-Werte, die wir auch letztens in einem Video schon mal besprochen haben. Dann haben wir hier die Liniendicke. Die habe ich jetzt hier mit 2,0 angegeben, das heißt, sie ist ein bisschen fetter als vorher. Und hier habe ich jetzt die Wertänderung, die wir dann entsprechend oder die dazu führt, dass diese Werte, die wir hier eingegeben haben, dann auch ins Programm weitergegeben werden. So würde ich das Ganze jetzt gern eben realisieren. Schauen wir uns das an. Wir brauchen jetzt hier natürlich die Textfelder für Rot, Grün, Blau und die Size. Dann haben wir hier unsere Grid-Back-Constraints. Also ich habe jetzt vier Spalten definiert und in Summe jetzt drei Zeilen. Also einmal für die Buttons, einmal für die Eingabewerte und einmal für den Canvas. Dann müssen wir natürlich den Action-Listener dranhängen, sonst wird der neue C-Button eben nicht abgearbeitet. Und was wir einfach machen ist, wir haben jetzt hier einfach eine Methode, die nenne ich jetzt Brush Values. Und diese Brush Values Methode, die soll jetzt eben dafür sorgen, dass wir diese einzelnen Zahlen da rausnehmen und dann weiterleiten. Dieser Stift wird eben auch gerne mal als Brush bezeichnet. Das machen die einzelnen oder die einzelnen Programmiersprachen haben da unterschiedliche Bezeichnungen dafür. Ich habe jetzt mal Brush genommen, weil das am häufigsten vorkommt, auch wenn in Java das Ding nicht Brush heißt. So, wir initialisieren jetzt mit einer Default-Belegung. Ich habe ein ganz, ganz billiges Error-Handling eingebaut. Die Size ist als Float definiert und die RGB-Werte als Integer. Und dann haben wir hier das Parsen der Eingaben. Also ich hole mir einfach von den Textfeldern den Text und parse den, packe das Ganze in Try-Catch-Block rein. Und wenn halt irgendwo was schief geht, dann wird einfach der initialisierte Standardwert übernommen. Das heißt, wir brauchen hier beim Catch nichts weiter machen, sondern der Wert, der in den Variablen drin steht, wird einfach genommen. So, dann schreibe ich jetzt noch die Werte zurück. Also wenn jetzt sozusagen durch eine Fehleingabe ein fehlerhafter Wert übernommen wurde oder zu einem Fehler geführt hat, dann wird einfach der Standardwert, der hier 0, 0, 0 und 1 eben darstellt, dann wieder zurückgeschrieben. Das mache ich einfach, damit eben die Datenhaltung mit dem angezeigten Text übereinstimmt. Ist jetzt vielleicht ein bisschen oversized für das Video, aber ich habe es einfach mal gemacht. So, und dann gehe ich auf My Canvas und sage, setze bitte folgende Werte. Und diese Methode soll jetzt einfach nur die Werte übernehmen und die schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Wir brauchen jetzt beim Canvas natürlich auch Variablen, die mir diese Farbwerte halten. Das mache ich mit eigenen Instanzvariablen. Das sind im Prinzip wieder die gleichen, Rot, Grün, Blau und Size. Dann gehen wir hier auf die SetValues-Methode und die übernimmt die Werte dann einfach als ein ganz normaler Setter. So, dann wollen wir die Farbe des Stiftes ändern oder des Brushes. Und das ist hier ganz einfach. Ich gehe einfach in meinem G2D-Farb-Grafikkontext auf die Methode SetColor.
Erzeuge ein neues Color-Objekt mit Rot, Grün, Blau und 255 am Schluss ist der Alpha-Wert, den kann man zur Not auch weglassen. Ich wollte jetzt hier aber mal reinpacken, damit ihr seht, dass wir auch mit dem Alpha-Kanal arbeiten können. Das heißt, wir dürfen auch oder können auch Transparenzwerte hier hinterlegen. Ich habe es jetzt auf voll opak gemacht, das heißt 255, das Ding hat keine Transparenz. Dann setze ich jetzt den Stroke, das heißt, das ist die Liniendicke. Basic Stroke ist die stinknormale durchgezogene Linie. Wer jetzt hier noch irgendwelche gestrichelten Sachen machen möchte, dem rate ich einfach nur im Internet, mal in der API nachzulesen. Das findet dann schon raus, wie man hier gestrichelte Linien macht. Ja, dann schauen wir uns auch das mal live an. Starten wir das Ganze mal. Wir sehen jetzt hier wieder unsere ganz normalen Linien und jetzt kann ich hier beispielsweise mal 255 übernehmen und dann sehen wir hier, dann ist das Ganze grün geworden. Jetzt können wir die Farbe mal, die Dicke mal auf 2 setzen, dann ist es dicker geworden und machen wir auch mal den vollen Wert, sind wir hier bei gelb und dann hier 255 übernehmen, dann ist das Ganze weiß, machen wir wieder 0 und dann haben wir hier so ein Violett. Also funktioniert soweit und ja, könnt ihr dann entsprechend auch mal selber ausprobieren. Ist eigentlich kein großes Problem hier. Das sollte jeder hinkriegen. Gut, als nächstes schauen wir uns mal ein paar Formen an. Also Java Swing bietet uns hier beim JPanel mehrere. Einmal die Rechtecke, dann die Ovale und die Polygone. Und wir gucken uns mal alle drei schnell an. Das Rechteck braucht jetzt erstmal einen Referenzpunkt. Und in Java ist es immer links oben. Also es ist nicht die Mitte, sondern es ist links oben. Und das heißt, wenn ich jetzt ein Rechteck platziere mit der XY-Angabe, dann weiß ich immer, wo ich hier entsprechend mit dem Zählen anfangen muss. Dann haben wir natürlich eine Höhe, auch in Pixel, und eine Breite in Pixel. Okay, das wäre eigentlich schon alles. Beim Oval ist es exakt das Gleiche. Das heißt, auch hier habe ich die Position und auch hier ist die Position links oben. Und das wird gerne mal vergessen. Also intuitiv sagt man immer, wir messen von der Mitte. Aber nein, es ist wirklich auch hier links oben. Das Oval funktioniert exakt genauso wie das Rechteck. Ein Polygon wiederum ist ja nicht definiert. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ein Polygon sieht genauso aus wie dieses Kreuz, sondern dieses Kreuz ist einfach ein Beispiel von unendlich vielen Möglichkeiten. Das heißt, ich muss jetzt hier irgendeinen Weg finden, so eine beliebige Form, wie jetzt hier dieses Kreuz, in meinen Rechner reinzubringen. Das heißt, ich muss alle Eckpunkte an der Stelle in meinen Rechner reinkriegen. Weil der Gedanke bei einem Polygon ist nichts anderes wie, ein Polygon ist eine Verbindung von verschiedenen Punkten mit geraden Linien. Und diese Punkte habe ich jetzt hier mal entsprechend alle markiert. Das sind meine Punkte. Und ich habe die jetzt normiert angegeben. Ich sage jetzt einfach, jede dieser Linien, die wir hier sehen, hat jetzt eine gewisse Länge. Und zwar die gleiche Länge. Und das heißt, der Punkt 1,0 zu 2,0, diese Linie, hat jetzt einfach mal die genormte Länge 1. Und wenn ich jetzt einen stinknormalen Multiplikator einfüge, also sagen wir mal 30 Pixel soll das sein, dann muss ich diese Länge 1 einfach nur mit 30 multiplizieren. Und das gucken wir uns gleich mal im Code an. So, also diese Information über die Lage dieser einzelnen Punkte muss ich jetzt in meinen Rechner reinkriegen. Und da bieten sich ja eigentlich vor allem die Arrays an. Dann platzieren wir das halt ganz normal in ein zweidimensionales Array. Nullte Dimension steht für die einzelnen Punkte, also 1, 0, 2, 0, 2, 1, 3, 1 und so weiter. Und die nächste Dimension unterscheidet mir X und Y. Auf der linken Seite steht immer X, auf der rechten steht Y. Also beim ersten Punkt ist mein X-Wert die 1 und Y-Wert die 0. Und dann 2, 0, dann 2, 1 und so weiter. So, dann brauchen wir noch die Größenangaben. Ich habe gesagt, ich habe es normiert hinterlegt und eine Kantenlänge ist jetzt normiert die Länge 1. Wenn ich jetzt eine Kantenlänge in meinem Bild auf 30 Pixel haben möchte, dann habe ich jetzt hier einfach gesagt, Size ist 30 und dann muss ich jede meiner Array-Werte einfach mit 30 multiplizieren und dann weiß ich eben die exakte Position mit diesen Pixelwerten. Offset X und Offset Y ist einfach ein additiver Wert, wo ich jeden
einzelnen Punkt um x und y Werte nach rechts bzw. nach unten schiebe. Und damit habe ich genau das gleiche erreicht wie beim Rechteck, dass ich eben sagen kann, okay, meine Position oben links ist die 0. Und wenn ich jetzt hier sage, okay, meine Position von meinem Polygon ist 20, 10, schiebt es eben alle Punkte eben um 20 nach rechts und 10 nach unten. Gut, um das Ganze zu realisieren, brauche ich jetzt eine Klasse, die nennt sich Polygon. Polygon ist nichts anderes wie ein Sammelsurium von eben XY-Werten. Und jeden XY-Wert kann ich mit der Methode addPoint hinzufügen. Das heißt, wir gehen jetzt durch unser Data Array hindurch, gehen alle einzelnen Punkte durch. Also i ist gleich 0, i kleiner als data.length. Das wären eben meine 3 mal 4 Punkte, die ich hier habe. Und dann sage ich my poly, also mein Polygon, add point. Und dann gebe ich den x-Wert an. Der x-Wert ist eben der Offset, wie wir gerade gesagt haben, plus mein x-Wert in dem Array. Vom nullten Punkt ist der x-Wert ja die 1 gewesen. Und den hole ich mir jetzt mit i und 0 raus, mal size, also mal 30, wäre jetzt Offset x 20. Plus 30 mal die 1 gibt 50. Und für y machen wir genau das gleiche. Offset y war die 10. Plus von meinem ersten Punkt war der y-Wert die 0. Also 0 mal 30 gibt 0. Und damit habe ich meinen ersten Punkt mit 50 und 10 festgelegt. Und so gehe ich halt jetzt alle Punkte dann einzeln durch. Gut, wenn wir das laufen lassen würden an geeigneter Stelle, dann würde das rauskommen. Das heißt, wir haben jetzt hier noch die waagrechte Linie von unserer Übung vorher, von den Spinnennetzlinien, und darunter würde dieses Kreuz dann entstehen. Im Code muss ich jetzt es erstmal so realisieren, dass ich hier eine, ich mache es üblicherweise als Instanzvariable, dann muss ich es nicht bei jedem Neuzeichnen neu erzeugen, ein Polygon. Das erzeuge ich erstmal leer und dann habe ich in meinem Konstruktor, weil ich es ja nur einmal erzeugen möchte, genau diesen Code, den wir uns gerade angeguckt haben. Das heißt, hier wird das Polygon jetzt aufgebaut mit x- und y-Koordinaten. Offset haben wir gerade darüber gesprochen, Größe muss ich berücksichtigen und dann jeden einzelnen Datenpunkt damit multiplizieren. Und in meiner PaintComponent-Methode, wo ich vorhin eben meine Linien gezeichnet habe, sage ich jetzt nur noch g2d.drawPolygon. Und dann kommt das Parameter mein Polygon rein und damit ist das Ding auf dem Bildschirm. Also relativ billig, also da steckt nicht viel dahinter. So, jetzt haben wir vorhin Rechteck und Oval noch angesprochen, das schauen wir uns hier auch an. Hier gehe ich einfach auf DrawRect und bei DrawRect habe ich jetzt wieder meinen Punkt links oben und die Breite und die Höhe. Also dann wird eben entsprechend hier mein Rechteck reingezeichnet, also auch nichts Überraschendes. Und das gleiche gilt natürlich auch fürs Oval. Da heißt dann die Methode DrawOval und ja, damit habe ich eben diese drei verschiedenen Figuren, die wir vorhin besprochen haben, eben auch auf meinen Rechner bekommen. Jetzt gibt es auch noch eine Sache, die müssen wir uns mal genauer anschauen. Und zwar, wir haben jetzt momentan nur den Rand gezeichnet. Ich würde aber jetzt gerne auch mal das Ding ausfüllen. Und da ändere ich jetzt einfach nur die Methode von DrawOval zu FillOval. Und bei FillOval wird jetzt eben entsprechend mein Oval eben ausgefüllt. Die Stiftfarbe ist ja nach wie vor schwarz, das heißt, alle Elemente, die ich jetzt hier momentan zeichne, sind mit meiner schwarzen Stiftfarbe, mit der initialen Stiftfarbe eben gezeichnet. So, das ist ein bisschen doof, jetzt eine Sache zu sehen, wenn alles gleiche Farbe hat. Also machen wir jetzt mal Folgendes, wir ändern mal für ein Element die Farbe. So, also ich habe jetzt für mein Kreis oder für mein Oval die Farbe jetzt auf Rot gesetzt. Und was wir jetzt sehen ist, weil wir haben ja keinen Alpha-Kanal hinterlegt, dass dieses Oval über allen anderen liegt. Und das liegt ganz einfach daran, meine Paint-Component-Methode wird von oben nach unten abgearbeitet. Das heißt, es werden zuerst die Einzellinien gezeichnet, dann das Polygon, dann das Rechteck und dann das Oval. Das heißt, das Oval wird als letztes gezeichnet und somit überdeckt es alle anderen Elemente. Das ist wie so eine Art Z-Koordinate. So, und jetzt drehen wir das Ganze mal um.
Jetzt zeichne ich zuerst das Oval und dann das Rechteck und dann sehen wir, jetzt ist sozusagen das Oval unter dem Rechteck, aber über dem Polygon. Ja? Und damit haben wir jetzt eben alle Möglichkeiten, unsere einzelnen Elemente zu platzieren. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich beliebige Formen, so wie wir sie gerade haben, in der Art und Weise auf unserem Bildschirm zaubern und ja, können damit ja schon mal relativ viel anfangen. So, jetzt haben wir noch eine Sache. Und zwar, wir haben jetzt hier das Oval mit einem Rand und einer Füllung. Also der Rand ist jetzt schwarz, die Füllung ist rot. Und hier ein Tipp von meiner Seite, ich rate euch immer zuerst das Oval oder die Grafik zu füllen und danach mit Draw den Rand zu zeichnen. Also nie andersrum. Einfach weil, wenn ihr das andersrum macht, dann kann es euch passieren, dass die Liniendicke einfach von der Füllung überdeckt wird, dass die Linienangabe oder die Dickenangabe der Linie nicht mehr passt. Deswegen immer zuerst Fill und dann Draw und dann passt das auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir in etwas mehr als einer halben Stunde mal die wichtigsten Canvas-Operationen durchgekaut. Es ist jetzt relativ viel, relativ schnell gewesen. Grundsätzlich rate ich euch dringend, wenn ihr damit arbeiten wollt, geht es eben wirklich Schritt für Schritt an, so wie wir es gerade in dem Video gemacht haben. Versucht erstmal damit rumzuspielen, gerade mit dieser Paint-Component-Methode. Versucht eure einzelnen Elemente in irgendwelche Instanzvariablen reinzupacken, vielleicht in irgendwelche Arrays erstmal oder Arraylists, wenn ihr wirklich Zeichenapplikationen machen wollt. Macht es strukturiert, aber Schritt für Schritt und langsam. Und dann kann man wirklich jeden Mist machen. Und ja, das war es jetzt erstmal für dieses Video. Ich möchte im nächsten Video dann die restlichen Komponenten nochmal angehen. Also wie platziere ich Bilder, wie zeichne ich Bilder und wie machen wir das mit dem Mouse-Tracking. Ja, und bis dahin einfach mal ein bisschen rumprobieren und ja, viel Spaß beim Nachprogrammieren.